Hallo Jungfrau und herzlich willkommen zum Skorpion-Neumond-Mini-Impuls und natürlich auch hallo an diejenigen, die sich hier ihre weiteren Aspekte anschauen und die auf eine Jungfrau schauen. Wir starten jetzt in die Karten, gucken, was sie uns verraten und weil diese Legung öffentlich ist, kann es, muss es aber nicht mit dir persönlich und deiner Situation in Resonanz gehen. Alle weiteren Infos findet ihr wie gewohnt unten in der Infobox. Oh, hier wird jemandem bewusst, dass hier, ja, eine Partnerschaft am Start ist. Mit dem Ring und dem Park. Wir haben die Fische hier. Diese Partnerschaft kann zwischenmenschlicher, liebestechnischer, romantischer, freundschaftlicher Natur sein oder auch beruflicher Natur. Und wir haben hier die Neuausrichtung, ja. Unverhofft kommt oft, würde ich sagen. Also grundenergetisch ist es hier wirklich so, dass da eine Verbindung geknüpft werden möchte und natürlich aus diesem Wunsch, diese Verbindung zu zuzuknöpfen, ja, findet natürlich auch eine Ausrichtung statt, weil wenn man vorher nicht auf Beziehung aus war oder auf eine Geschäftsverbindung aus war, hat es einen ja auch nicht tangiert, ja. Aber grundsätzlich fließt hier etwas sehr, sehr gut und das wird hier auch bewusst, dass das nicht einfach nur etwas Vorübergehendes, sondern schon etwas Langfristiges ist. Das passt natürlich auch gut hier mit der Gerechtigkeit, ne? Eine erwachsene, bewusste Entscheidung darf hier getroffen werden. Gerechtigkeit, vage Energie passt natürlich auch sehr gut, wenn es darum geht, zwischenmenschliche Dinge in Balance zu bringen, ja, und seinem Karma-Schicksal dann dementsprechend auch positiv natürlich gerecht zu werden, weil nur wenn wir eine erwachsene, verantwortungsvolle Entscheidung treffen, werden wir natürlich auch mit dieser Situation, mit dieser Erfahrung wachsen können, wenn man sich diese Erfahrung versperrt. Wenn du sagst, nö, will ich nicht, dann bist du sowieso raus. Und das ist nicht deine Legung. Ja, um das mal gleich vorwegzunehmen. Also, hier ist ein Reifeprozess angezeigt. Hier ist die Verantwortung. Ja, guck mal, hier schon der Blick in Richtung Partnerschaft. Hier ist die Abenteuerlust angezeigt. Auch die Reise. Ja, es ist ja auch eine Reise, wenn sich etwas verändert. Begibt man sich ja wieder auf neue Pfade. Und weil hier alles im Fluss ist und du dich hier für ein neues Abenteuer entscheidest, erkennst du ja auch deinen Wert in der Angelegenheit. Ja, hier, Sieg über Widrigkeiten, Hindernisse überwinden, loslegen, in den Erfolg gehen, hier ist der Aufbruch. Ja, und hier möchte natürlich auch eine Vereinigung stattfinden der gegensätzlichen Energien. Grundsätzlich bist du mit dem Wagen natürlich auch in der Kontrolle über die Situation, über diese Angelegenheit, was auch immer das ist, und auch in der Willenskraft. Ja, hier ist die Entschlossenheit drin, die Zielstrebigkeit drin. Also das ist dir hier schon von vornherein, sagen wir mal, auf Verstandes-, emotionaler und Seelenebene klar. Ja. Was kriegen wir hier zum Park? Die Sonne. Ja, das gute Karma, die Liebe, die Leichtigkeit, die Sorglosigkeit. Ja, hier wird sich Unbewusstes bewusst gemacht mit den zwei der Schwertern. Das ist ja nicht nur eine Karte, die für Gespräche und Diskussionen steht, sondern eben auch für den Scheideweg steht, für das Unterbewusstsein steht, für Dinge, die geklärt werden wollen, wo man auch noch die Realität verleugnet hat. Wie ich schon sagte, ne, dass hier plötzlich jemandem etwas bewusst wird oder dir bewusst wird in dem Fall, dass du hier doch mehr willst, dass du hier ein Bündnis schließen möchtest, ne, festknöpfen möchtest. Und was fällt hier in den Schatten? Ja, die Schwelle zum Durchbruch. Teufel im Schattenaspekt ist eigentlich sehr positiv, denn es steht dafür, dass man auch die Feigheit rausnimmt, ja, dass man die Ketten sprengt, dass man auch erkennt, dass man Kraft verliert, wenn man sich dem Schönen, dem Leichten verweigert. Und wenn man hier eine schöne, leichte Partnerschaft liegen hat, egal auf welcher Ebene, dann sollte man sich dem auf jeden Fall nicht verwehren, ja. Also hier geht alles in Richtung Positivität, in Richtung Leichtigkeit, in eine sehr kontrollierte Energie. Hier werden auch die eigenen Fehler angenommen mit dem Teufel, umgedreht. Und grundsätzlich ist es hier wirklich auch eine Erlösung, die stattfindet. Ja, also keine Scheinlösungen mehr, sondern hier ist wirklich Wunscherfüllung angezeigt. Und wie gesagt, auch dieses Bewusstwerden, ne? Hier gestehst du dir ein, ja, ich will.
Vielleicht auch tatsächlich, ne? Hochzeit. Es geht ja um Versprechen. Mit dem Ring geht es um Gelübde. Gelübde geben wir nicht nur anderen Menschen, sondern Gelübdeversprechen geben wir uns ja auch selbst. Das ist einfach so. Und das fängt natürlich auch mit einer Entscheidung an. Ich entscheide mich für das und das und das oder denjenigen, diese Situation oder wie auch immer, da durchzugehen, weil, wie gesagt, hier ist der Reifeprozess angezeigt. Und es ist auf jeden Fall so, dass damit auch etwas erlöst wird in dir. Etwas, was noch im Dunkeln lag. Ja, guck mal. Und dann geht es hier nämlich in die Neuausrichtung. Raus aus Trauer, raus aus Selbstmitleid, raus aus Lustlosigkeit, raus aus dem Bedauern, Dinge nicht getan zu haben in der Vergangenheit, raus aus dem Gefühl von, ich bin unvollkommen, raus aus Verlusten natürlich auch. Ja, raus aus der Verzweiflung, raus aus alten Trennungen. Ja, also das ist hier wirklich so eine Raus-Aus-Energie. Nicht mal länger in negativen Emotionen festhängen, alten Beziehungen nachtrauern, trauern, den eigenen Fehlern nachtrauern, sondern wirklich ja rein in Freude und Genuss, in die Erleichterung, vor allen Dingen auch hier in die emotionale Erleichterung. Ja, es geht hier um dich und dein zukünftiges Selbst. Und es geht um den Erfolg. Ja, einfach mal machen. Die sechs der Stäbe stehen ja auch dafür, wir haben es ja hier auch schon liegen, ne? Licht und Schatten zu vereinen, Stärken und Schwächen zu vereinen, sich selbst zu beeinflussen. Sechs der Stäbe ist ja die Karte des Erfolges. So, hier gehst du los oder fährst los in den Erfolg und zwar sehr, sehr schnell. Hier liegt der Erfolg bereits im Kartenbild. Erfolg auf ganzer Linie, ne? Siegesenergie, Triumphenergie. Und die Sechs der Stäbe stehen ja auch dafür, dass du dich selber anerkennst, ja, dass du dein Selbstbewusstsein, dein Selbstvertrauen aufbaust, dass du dein ganzes Potenzial auch erneuerst. Und alleine, weil du dir hier eingestehst, ja, ich will, sorgst natürlich auch automatisch dafür, dass sich Dinge komplett anders jetzt entwickeln, als du es dir bis dato vorstellen konntest. Sondern das ist hier wirklich so eine neue Erfahrung des Gleichgewichts, was hier reinkommt. Ja, das Gericht, Erlösung, Erneuerung. Wir haben hier noch eine alte Befangenheit liegen. In dem Moment, wo du komplett loslöst mit dem Gericht in der Neuausrichtung und dir, ja, ich würde sagen, ein bisschen überfordert bist. Ich sag dir schon, auf einmal entwickelt sich alles ganz, ganz anders und plötzlich bist du überfordert mit deinen ganzen Möglichkeiten, weil beide Karten zeigen auch, du hast zu viele Möglichkeiten. Das heißt, du musst auf einmal mit der neuen Fülle an Informationen, die auf dich zukommen, sowie auch Emotionen, erstmal lernen, wieder klar zu kommen. Ne, wie gesagt, raus aus Selbstmitleid, raus aus Bedauern, ich habe dies, das, jenes nicht getan oder die Welt ist so schlecht, bla bla bla, Opferhaltung, ja, Opferhalle, genau, raus aus der Opferhalle, rein in jede Menge neuen Informationen, neuen Gedankengängen, ja, überanalysieren. Ist ja so ein Thema, was ihr Jungfrauen ja auch gerne mal mitbringt. Ne? Alles bis ins kleinste Detail aufdröseln. Und auch das hört hier irgendwie auf. Ne? Du schaust dir die Gesamtsituation an, auch mit dem Gericht. Ne? Du bist hier oben auf, hast einen guten Überblick über dein ganzes Universum, über dein ganzes Potenzial, über deine ganzen Möglichkeiten, die dir auf einmal offen vor deiner Nase liegen, die du nicht gesehen hast, weil du vorher so zentriert warst, ne, auf alles Kleine, so richtig aufdröseln bis ins kleinste Detail. Dann hast du so einen riesen Schnipselberg da liegen und siehst das große Ganze nicht mehr. Jetzt kommst du wieder oben auf, schwingst natürlich auch viel, viel höher, krabbelst nicht mal unten am Boden herum, sondern schwingst hoch und auf einmal hast du hier diese monströse Fülle liegen. Wie gesagt, neue mentale Optionen, andere Sichtweise und natürlich auch mit den sieben der Kelchen emotionale Optionen. Wo du natürlich noch schauen musst, okay, welche Blockaden liegen da noch, welche negativen Glaubenssätze liegen noch, wo lässt du dich vielleicht auch emotional ablenken? Das ist noch ein weiteres Thema. Also so ganz durch bist du noch nicht, aber hey, wir lernen ja nie aus. Ja. Ich hätte gern noch zwei Karten. Legen wir noch mal eine weitere, genau. Also,
Hier ist mit den 9 der Münzen die Fülle angezeigt und auch wieder die Unabhängigkeit angezeigt. Unabhängigkeit ist natürlich wichtig, dass du für dich unabhängige, unbefangene Entscheidungen treffen darfst. Das heißt, du lässt hier nicht nur oder du reflektierst nicht nur über deine negativen Glaubenssätze, die noch präsent sind, während dieser ganzen unendlichen Möglichkeiten, die sich dir offenbaren, sondern du ziehst hier auch Bilanz auf emotionaler und auf Verstandesebene, um noch da zu lösen. Du möchtest hier einen eigenen Weg gehen. Du kommst hier zurück zur Vernunft, auch mit Unterstützung von lieben Menschen, die um dich herum sind, um dich endgültig auch tatsächlich zu befreien. Hier kehrt die Vernunft wieder ein. Hier kommt der Wunsch nach Selbstverwirklichung rein. Du gibst hier auch wirklich auf, lässt Emotionales los und befreist dich auch aus Verlassenheit und Enttäuschung. Und das ist eine Vorbereitung hier mit den 8er Kelchen für 2 neue Kelche. Das heißt, alleine dieses Bewusstwerden, ja, ich bin bereit, ja, ich will wieder in eine Partnerschaft gehen, sorgt ja schon automatisch dafür, dass du natürlich das ganze negative Kladderdatsch loslässt und dich noch wieder aufrichtest auf neue Fülle. Und die liegt ja hier in gewisser Weise auch schon. Ne, die 9 der Münzen ist erstmal die Anerkennung an dich selbst, deine eigene Sicherheit, dass du in dir erfüllt bist, dass du für dich jetzt erstmal auch den Erfolg siehst, dich da rausgeholt zu haben und dir auch wieder einzugestehen. Ja, ich kriege hier so eine typische Energie rein, ne, wenn wir auf das Zwischenmenschliche gucken. Nee, ich werde mich nie wieder verlieben, ne? Ich wurde immer nur enttäuscht, immer nur verletzt, immer nur ausgenutzt. Das war so dieses Alte. Ja, ich bin ja doch wieder bereit für eine Partnerschaft, ne? Und alleine diese Offenbarung, dieser Offenbarungseid dir selbst gegenüber, der sorgt ja schon dafür, dass dein Blick sich hier komplett auf die Gesamtsituation verändert. Und damit kannst du hier auch letzte Blockaden, Hemmungen, Ablenkungen, wie auch immer, lösen. Und räumst damit natürlich auch mit deiner eigenen Fülle, die du hier anerkennst. Ja, du bist erfüllt, den Weg frei und löst den letzten Herzschmerz, die letzten Wunden, die letzte heilen und schaffst hier mit den 8 der Kelchen natürlich auch den Grundbaustein für neue Partnerschaften. Entweder im beruflichen oder auch im zwischenmenschlichen. Also du bist hier abenteuerlustig, du suchst das Abenteuer, du willst ausbrechen aus dem bisherigen und das schaffst du hier auch unglaublich gut. Ja? Wir legen mal noch eine letzte Karte. Ja. Gelegenheit zusammenzuarbeiten, um hier eine Stufe aufzusteigen. Und die 5 der Stäbe ist ja auch die Chaos-Energie und die darfst du nutzen. Nutze diese chaotische Energie, um dich selbst zu finden, um dich, man könnte auch sagen, es ist hier so ein bisschen eine Selbstprüfung, ja, weil wir hier noch viele Optionen liegen haben. Finde in dem Meer von Fischen deinen Fisch, ja, oder den Fisch nicht nur im Zwischenmenschlichen, sondern auch im Beruflichen. Da wirst du ein bisschen überfordert sein, liebe Jungfrau. Muss ich so sagen, wie es ist? Also es wird eine sehr, sehr chaotische Energie, wenn du in der Neuausrichtung bist. Aber du musst ja auch erstmal den Weg finden, den du tatsächlich auch letztendlich gehen willst. Ne? Also welchen Kelch wählst du? Mit wem trittst du in Kommunikation? Wem gestattest du dich emotional auch näher kennenzulernen, verstandesmäßig näher kennenzulernen, beziehungsweise auch, was möchtest du beruflich weiterentwickeln, wenn das dein Thema ist? Also das wird hier nochmal eine sehr chaotische Phase, aber auch eine notwendige Phase, weil letztendlich Chaos ist Schöpfung. Ja. Und wer im Chaos schafft, trotz dessen seinen Weg zu finden und auch beizubehalten, der kann jeden Sturm überstehen. Ja. Das wird sehr witzig, aber es wird langfristig und wirklich nachhaltig auch eure Sichtweise auf euch selbst verändern, wenn ihr euch hier wiedergefunden habt. Ja. Weil so schnell werdet ihr keine Entscheidungen mehr treffen, die euch nicht gut tun, sagen wir es mal so. Ja, die schlechte Resultate, also schlechtes Karma nach sich ziehen. Deswegen hier einmal voll ins Chaos der Schöpfung, um dann wirklich eine Stufe aufzusteigen und nicht nur ja, ich will zu sagen, sondern das Ja auch tatsächlich umzusetzen. Also es werden spannende kommende Wochen für den einen oder anderen, der sich hier wiedergefunden hat. Ihr schafft das und dann kann es im Winter auch
ja, ruhig weitergehen. Ja, also entspannt weitergehen. Ja, ich sage herzlichen Dank fürs Zuschauen. Dankeschön für euren Support durchs Liken, Kommentieren, Abonnieren, Teilen und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns bald wiedersehen. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann.